No, God! No, God, please, no! 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 Fantastic. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Hallo, willkommen zu einer neuen Episode Clash Royale mit mir, Fred. Und es ist so einer dieser Momente, wo eigentlich die Berichterstattung an ihre Grenzen kommt, das eigentlich einzufangen, was denn da tatsächlich passiert ist bei diesem Spiel. Ich habe gespielt gegen meinen asiatischen Gegner in der Königspokal-Herausforderung. Genau, das war die Königspokal-Herausforderung. Und wie es sich dann so zugetragen hat, ich weiß nicht, ich komme mit diesem Deck nicht so ganz klar, was ich da hatte. Er hat jetzt die drei Musketierinnen, habe jetzt gleich mal versucht zu blitzen. Das ging jetzt schon mal zum ersten Mal schief. Er hat den Ritter getroffen und die Musketierin, ein Musketier hat er getroffen, andere Musketier lebte noch, die Musketierin auf der rechten Seite lebt auch noch. Okay, noch nicht so ganz viel passiert. Ich spule mal so ein bisschen vor, bis wir natürlich dann das Highlight sehen dieses Kampfes. Und ich habe es mir zweimal angucken müssen, bis ich verstanden habe, was denn da überhaupt passiert ist. Turm down, wunderbar, läuft auf jeden Fall, läuft bei uns schon mal. Weiß ich nicht genau. Du kannst dieses Deck, was ich habe, vor allem mit dieser Skelett-Armee, du kannst sie so leicht kontern. Wir sehen das oben. Er hat den Zap hat er noch. Er hat noch den Eisgeist, mit dem kann er auch noch kontern. Er hat die Minion-Horde, die kann ich im Grunde auch nicht richtig kontern, denn ich habe ja nichts dagegen zu setzen. Denn was? Ich habe keine Pfeile, ich habe keinen Feuerball. Ich habe nur den Blitz. Der Blitz ist natürlich ganz gut gegen die drei Musketiere, muss natürlich auch wieder alle treffen. Okay, er geht auf den zweiten Turm. Unser erster Turm, oder der erste Turm von ihm ist immer noch nicht down, aber jetzt gleich. So. So, jetzt wird's langsam interessant. Jetzt wird's langsam interessant, auf eine fache Geschwindigkeit zu stellen. Also, 623, 431. Wir sehen, der Turm ist schon ganz gut angeschlagen, er ist noch nicht ganz gefallen. Er baut den dritten Elixier sammeln. Lohnt es sich natürlich nicht, die zu blitzen, denn er hat ja noch die drei Musketierin. Das bedeutet, wenn ich den Elixiersammler blitze, fehlt mir der Blitz wiederum für die drei Musketierin. Also, Milchmädchenrechnung geht nicht auf. So, jetzt sind die drei Musketierin da. Und ich hatte nicht genug Elixier für den Blitz. Guck mal, wie geil das aussieht. Guck mal. Der Ding. Okay. Ich hatte nicht genug. Bedeutet, die drei Musketierin leben. Und jetzt musste ich ganz schnell reagieren und musste ganz schnell blitzen. Der Turm hat noch ein HP. Und ich dachte eigentlich, nach dem Blitz hätte der ein HP gehabt. Aber hatte er gar nicht. Er hatte vor dem Blitz ein HP und der Blitz hat nicht gezählt. Guck dich das mal an. Der Blitz hat den Turm nicht erwischt. Er hat alle drei Musketierinnen erwischt, aber nicht den Turm. Und ich hatte nichts mehr. Hätte ich noch einen Zap gehabt, hätte ich noch Kampfholz gehabt oder sonstige Sachen. Wir hätten es geschafft. So leider nicht. Ah, so ärgerlich. Und jetzt gucken wir noch auf ein anderes Spiel. Wir sehen oben schon die Decks. Wir sehen aber nicht das Ergebnis. Und das gucken wir uns jetzt an. Da brauche ich nämlich auch gar keinen Cut zu machen. Das war eins der geilsten Spiele. Ohne Witz, gegen Renato Brito von Elite for Fun. Es war eins der lustigsten und eins der geilsten Spiele, die ich bei Clash Royale jemals hatte. Und wir wollen mal angucken, wie das war. Er hat im Grunde ein mir sehr ähnliches Deck. Er hat auch das Kampfholz. Er hat auch den Feuerball habe ich gar nicht, oder? Habe ich den Feuerball? Ich habe den Blitz. Der Turm war down. Mein Turm ist jetzt sogar auch down. Ich habe den mittleren Turm schon so ein bisschen angekratzt. Er setzt jetzt den Feuerball, glaube ich. Ja, zerstört meinen Turm. Skelettarmee. Ich wusste nicht, was ich setzen soll. Ohne Witz, ich musste die Skelettarmee setzen. Ich wusste nicht, was ich sonst setzen soll. Er setzt die Hexe und ich konnte wieder ein bisschen weitermachen. 1800 noch. Ich war mir zu diesem Zeitpunkt eigentlich schon bisschen sicher, dass ich schaffen würde. Es sah ja ganz gut aus. Es sah ja wirklich ganz gut aus. 1500 hat der Turm noch. Ich konnte immer wieder den Königsriesen konnte ich immer wieder in Position bringen. Habe aber jetzt ein bisschen gewartet und habe mir gedacht, oh, da, okay, er hat erstmal gesetzt. Ich musste verteidigen, konnte selber den Königsriesen setzen. Der war aber relativ zeitig down. Das war nicht so gut. Er konnte immer wieder mit seiner Minion-Horde, konnte er mir immer wieder richtig Druck machen. So, 700 noch, 500 noch, 400 noch, 300 noch und es war knapp. Es war richtig knapp. Aber wir sind immer noch dabei und das war jetzt schon ziemlich cool. 100 noch!
Der Turm ist down. Mein Turm ist down. Es geht in die Overtime und es hat so viel Spaß gemacht. Es war einfach so lustig. Ich spule es immer so ein bisschen noch vor. Jetzt können wir da einfache Geschwindigkeit machen. Und jetzt hatte er auf jeden Fall die Oberhand. Er hatte noch seine Minion-Horde. Er hatte noch den Miner noch dabei, der schon ein bisschen Schaden gemacht hat. Ich hatte jetzt nicht mehr so richtig was entgegenzusetzen. Er konnte oben schon wieder, schön die Hexe setzen. 2500 hat sein Turm noch. Meiner hat nur noch 1100. Ich hatte nicht so die richtige Antwort auf die Minion-Horde, muss ich gestehen. Aber sowas macht Spaß. Solche Spiele machen echt Spaß. Solche Spiele sind echt lustig. Ja, ich hatte jetzt zwar noch den... Ich hab sogar den Feuerball. Bringt mir nur nichts. 1043 noch. Mein Turm ist down. Leider. Warum macht er dann diesen Smiley? Es war so ein lustiges Spiel. Er hatte so viel Spaß. Und dann hätte er sich doch den Smiley schenken können. Mann! Läuft. Das war die 0-1-Niederlage mit dem 1 HP. Und dann gegen Renato Brito. Ich bin ja trotzdem wieder über 4000. Es wird ja ein Reset gemacht. Ich habe also ein paar legendäre Pokale hinzugewonnen. Und wir wollen jetzt noch ein Spielchen machen im Königspokal. So, gegen Cascus Royal. Wir haben den Sturmballon. Ich hasse den Sturmballon. Ich hasse den Sturmballon ja wie die Pest. Vor allem, wir haben wieder nichts. Okay. Ich habe nichts, was ich... Ich weiß nicht, was ich setzen soll, ehrlich gesagt. Keine Ahnung. Ich könnte es höchstens mit der Valkyrie gleich noch probieren. Es ist schwierig. Ich habe keine Ahnung. Es fehlt halt der Ballon jetzt, ne? Der Ballon ist im Grunde unsere gute Karte hier. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was ich setzen soll. Na, der geht relativ zeitig down. So, mal gucken. Kriegt die Hexe es vielleicht noch hin? Ja, die Hexe kommt sogar ein bisschen... Nein, die kommt nicht durch. Ja, das ist nämlich jetzt das ganz große Problem, was wir haben. Ich weiß nicht genau, was ich jetzt hier setzen soll. 5. Ich müsste noch ein bisschen warten. Vielleicht kriegen wir es zusammen. Kommt der Ballon einmal durch? Ja, er ist sogar einmal durchgekommen. Geil, er ist sogar einmal... Einmal ist er sogar durchgekommen. Aber wie gesagt, es fehlt irgendwie der Blitz, es fehlt der Feuerball... Ich hatte das letztes Mal, da hatte der Gegner irgendwie auch so ein Deck, da hatte der Gegner auch so ein Deck mit einem Gebäude. Da fehlt einfach irgendwas so als Durchschlagskraft. Er hat den Ofen, das bedeutet, was hatte er denn sonst noch? Ich weiß es gar nicht, was hatte der denn sonst noch? Ich habe gerade dieses Mal gar nicht drauf aufgepasst. Ofen, also Holzfäller hat er noch gehabt, ne? Wo ist denn der Holzfäller? Er hat das Dark Lightning, ne? Ich glaube schon. Ja, guck mal, wir können gar nichts machen auf der Seite gegen den Ofen, aber wirklich absolut gar nichts. Jetzt muss ich da hoffen, dass ich da noch ein bisschen was hab. Ah, okay. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Flieg! Flieg, kleiner Mann! Flieg! Ja, einmal hat er sogar gefeuert. Ah, jetzt ein Blitz, ohne Scheiß. Jetzt ein Blitz und wir wären so gut durch. Mann, ey, es fehlt einfach an allen Ecken und Enden fehlt der Blitz. Es wird echt knapp. Das Dark Lightning Deck wird uns echt Probleme bereiten. Ich muss doch einmal nur durchkommen noch. Komm. Ha, gib mir doch einen Feuerball oder sowas. Da wird es natürlich jetzt auch knapp. Wir leben aber noch. Komm bitte. Hexe. Geh doch. Ah, geh doch durch. Sauber. 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 Und jetzt müssen wir das doch holen hier. Jetzt holen wir uns nämlich den zweiten. So, Valkyrie. Das geht jetzt auch down. Oh, er blitzt. Aber der Kampf endet gleich. Der Kampf ist gleich vorbei. Oh, jetzt wird es natürlich knapp für ihn. Und wir haben nochmal eine Chance vielleicht. Ja, nein. Sepp. Jawohl. Sauber. Gewonnen. Was hatte er? Also er hatte Dark Lightning mit den Minions und mit dem Ofen. Der Ofen ist natürlich stark, aber ich finde das Dark Lightning der gar nicht mal so stark. Aber wir haben gewonnen mit dem Raging Balloon. Was hatten wir denn noch? Mal überlegen noch. Also wir hatten die Valkyrie noch. Genau, die Tank-Unit bei uns war die Valkyrie. Und ja, damit sind wir am Ende dieser Episode. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich selber eine Bewertung freuen. Und dann sehen wir uns natürlich morgen wieder. Und bald kommt auch mal wieder ein neues Projekt mit Matthias und mir, woran wir gerade tüfteln. Ich hoffe mal, das wird bald mal umgesetzt werden. Und ja, Dankeschön fürs Zuschauen. Daumen nach oben, abonnieren nicht vergessen. Und ja, bis morgen. Macht's gut. Tschüss.